Ja, Leute, das ist Capture heute mit einem neuen Video. Und zwar heute nehmen wir wieder Undercover an einen Skin-Contest dran teil. Und zwar SU veranstaltet hier gerade einen Skin-Contest, Leute. Wir nehmen dran teil. Und ihr seht hier schon meine sehr, sehr geisteskranke Skin-Kombination, Leute. Ich muss sagen, das sieht unnormal nice aus. Also, sorry, aber hier schon das Backman, das passt irgendwie gut. Das sieht man auch nicht so oft. Und ich habe wirklich einige sehr, sehr geisteskranke Emotes, die ich aber jetzt noch nicht zeigen will, weil ihr natürlich Undercover und wir müssen die Leute ausstechen, Leute. Ich bin gespannt, was hier so für andere Skins gibt, wie das Ganze aussehen wird, Freunde. Und mal gucken, wie weit gekommen wären. Und oh mein Gott, wer ist denn hier diese Fischprinzessin? Die wird doch direkt rausgekickt. Ja, ich werde die verkackt. Ja, guck mal hier. Fischprinzessin, Leute. Denke ich mal, erste Runde raus. War jetzt ein bisschen zu oft gewesen. Ich bin gehypt, Leute. Let's go mit dem Video. Liebe Leute, seid ihr bereit? Wir starten mit dem Skin-Contest. Herzlich willkommen zu einem weiteren Pay-to-Win-Skin-Contest, wo es wieder heißt, wer hat hier am meisten Geld ausgegeben und wer wird hier am Ende der Sieger sein, weil er die krassesten Story-Emotes und Emojis rausballert. Wir starten mit dem ersten Skin. Bitte hereinkommen. Hereinspaziert. Oha. Also ein Skin, den man schon auf dem Schirm hat. Ja, wir wollen hier wieder diesen Wow-Effekt haben. Für mich ist das leider kein Wow-Effekt, obwohl du hier eine schöne Kombination hast. Aber diesen Skin sieht man halt schon ab und zu das ein oder andere Mal in einer Runde. Doch, für mich schon. Muss ja auch nicht Nein sagen, ja? Für mich ist das kein Wow-Effekt leider, Zitronenbiss. Tut mir leid. Und das gleiche geht auch hier für dich, Fräulein Funke-Spezialisten. Cooler OG-Skin von damals, ne? Aber ich feiere den Skin selber so übertrieben hart, dass das kein richtiger Skin ist für diesen Skin-Contest. Für das Thema vor allem. Leute, ich wusste ja gar nicht, dass SU seinen eigenen Skin in-game hat. Also ich wusste aber, die Kombi sieht voll geil aus. Ich wusste gar nicht, dass dieser Alien-Skin so eine coole Kombi hat. Hier haben wir, oh, auch nochmal. Ey, Leute, ich muss sagen, die Skins so auf den ersten Blick, die hier diesmal dran teilnehmen, sind schon teilweise echt sehr, sehr nice. Ja, obwohl. Es geht, muss ich sagen. Wir stellen uns mal hier so, ey, mach mal Platz. Ja, hallo. Boah, das sieht geil aus, Leute. Der grüne Skin jetzt hier mit diesen Pike-Pickaxes ist sehr, sehr cool. Auch, boah, der sieht auch wild aus, Leute. Das ist hier so ein Style. Ich glaube, das war auch ein Battle Pass gewesen. Dann haben wir hier auch nochmal eine Schrottbüchse. Also die Schrottbüchsen sind hier heute wieder mit vertreten. Ja, ich weiß auch nicht. Manchmal ist das ab und zu, dass viele davon mit dabei sind. Ja, ich muss sagen, Konkurrenz schläft. Sehe ich ganz klar, Leute. Konkurrenz schläft. Und hat einfach hässliche Skins. Da brauchst du dir auch gar keine Emotes machen, ja? Also erste Runde, Freunde, würde ich ja am Besen fressen, wenn ich weiter. Okay, hier. Wir haben hier wirklich ein richtig geiles Backwing. Die Spitzhacke ist auch nice. Ein Skin, den man nicht so oft in den Runden sieht. Ich muss aber dazu sagen, Stani hatte so einen ähnlichen Skin bei dem vorletzten Skin-Contest genommen. Deshalb ist das nicht so ein Riesen-Wow-Effekt, aber es reicht auf jeden Fall für die erste Runde mit diesem Backwing. Der nächste bitte einmal durchkommen. Cooler Skin, lange nicht mal gesehen. Backwing richtig schön hier mit diesem Taucher, mit dieser Taucherkombination. Auch die Spitzhacke mit dem Eis und dem Fisch da drin. Fühle ich wirklich gut, wirklich nice. Direkt weiter mit dir. Bis jetzt mein Favorite. Voodoo-Puppen-Skin, auch lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal bei Halloween. Also zur aktuellen Zeit sieht man den Skin wirklich weniger. Spitzhacke ist schön ausgewählt. Backbling auch. So diese schwarzen Akzente passen sehr gut. Der nächste bitte einmal durchkommen. Ach, guck mal, wenn wir hier haben. Fräulein Fischi. Auch lange nicht mal gesehen gehabt in dem Skin-Contest. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten heute im Stream diesen Skin, wo ich sogar selber den Fisch-Skin gespielt habe und gesagt habe, oh, ich muss zu meiner Prinzessin. Also für mich ist dieser Wow-Effekt gerade nicht da, aber es wäre unfair, dich rauszukicken, weil dein Backwing und deine Spitzhacke passen echt gut. Du bist weiter. Erste Runde safe. Oha. Welten-Skin, der Welten-Skin, auch lange nicht gesehen, geiler Skin für Skin-Contest, Backbling leider nicht ausgewählt, das ist schon mal ein Minuspunkt, Spitzhacke ist schön, ausgewählt vom Predator, nee, Bullshit, das ist gar nicht vom Predator, das ist von dieser einen anderen Dame, von dieser einen Göre da, das, die Spitzhacke, du bist weiter, safe, erste Runde reicht easy peasy, Ehrenbruder Kylo, Kylo-Skin von Star Wars, Backbling, Spitzhacke auch cool, aber ich glaube, wir hatten die schon mal in einem Skin-Contest die letzten Mal, ja, gehabt. Leute, wir sind weiter, und deshalb, kritisch, bis mit ganz knappe Kiste hier weiter. Er sagt kritisch, Leute, er sagt kritisch, nein. Er sagt kritisch. Nein, schlafen mit dem Skin. Ey, was sind das für Skins gerade? Ich will hier die ganze Zeit immer irgendjemand rauskicken. Am Ende haben wir wieder 1000 Leute da stehen. Backwing und Spitzhacke hier mit dem Sternstab. Richtig nice, passt zu dem Thema. Sterne und Schlafen mit dem Skin. Richtig cool, der nächste bitte. Hier finde ich deinen Backwing und deine Spitzhacke. Ja, Spitzhacke ist sogar vom Set. Ich bin mir sicher, dass es vom Set ist. Deshalb bist du leider raus. Skin selber sieht man nicht so oft, aber ist vom Set. Res, guck mal, Res, der Res-Skin. Sehen wir in jedem Gefühl, in jedem Skin-Contest. Backwing ist schön ausgewählt. Spitzhacke auch, ist echt nice. Echt schöne Kombination. Du siehst cool aus, aber wir sehen nicht so oft. Die hier ist auch ziemlich simpel gehalten. Ich fühle den Skin jetzt auch nicht so krass. Also ist für mich auch kein Wow-Effekt. Tut mir leid. Reicht leider nicht. Nein! Astro Mecke ist sogar in meinem Team. Den kann ich nicht kicken. Für mich auch gerade kein Wow-Effekt. Spitzhacke und Backling, den haben wir auch wirklich so oft in der Kombination. Muss ich leider rauskicken. Tut mir echt leid. Bei den Fischskins, wir hatten gerade sogar einen Fisch, der relativ weit gekommen ist.
coole Kombination, aber der Fischskin ist für mich null Wow-Effekt. Das gleiche gilt auch für dich. Du bist sogar der, der gerade bei dem Skin-Contest mitgemacht hat, wo Stani bewertet hat. Dachtest du, ich lasse dich hier durch oder was? Oh, der Reptil-Skin. Den Skin hatten wir zum Beispiel lange nicht mehr gesehen gehabt, aber er punktet nicht mit seinem Skin, sondern mit seinem Backbling. Guckt euch mal sein Backbling an. Richtig geiles Backbling. Spitzhack ist auch richtig schön ausgewählt. Fühle ich, ist auf jeden Fall in der nächsten Runde. Let's ja, go. Ja, Mann, let's Wen go, haben wir hier? Leute. Alle Leute aus dem Chat haben gesagt, Backbling ist scheiße, nimm anderes Backbling. Backbling ist nicht geil. Boom. Was haben wir gekriegt? Bonus, Leute. Backbling. Direkt weiter. So, jetzt gucken wir mal uns unsere Konkurrenten hier an. Okay, 73 Kronen. Er hat ja gar kein Leben. Schade. Ich habe 55 Kronflex. Wie fährt der hier? Was freut sich denn hier der Fisch so, hä? Dass wir den Fisch auch jedes Mal weiterlassen, ist auch eigentlich frech. Ich muss sagen, oha, aber hier auch, Leute. Ey, das ist natürlich ein geiles Backbling, hier den Begleiter auszuwählen. Finde ich, passt extrem gut. Wir konnten gut punkten. Ich muss sagen, Ruka, auch hier mit seinem Set, was er hat, sehr, sehr brutal. Und guck mal auch das Backbling an, Leute. Das passt halt unnormal. Das, glaube ich, wird mit unserer stärkster Konkurrenz sein. Wegen die andere macht mir jetzt eigentlich nicht so viel Sorgen. Wen haben wir hier? Die Ritterin, schwarze Ritterin. Auf jeden Fall die neue Ritterin, die neuere Version. Spitzhacke ist schön, fühle ich. Ich mag eh diese Spitzhacke, einer meiner Lieblingsspitzhacken vom Game. Backbling ist auch gut ausgewählt, ist safe weiter. Der nächste bitte. Boah, die Vogelscheuche, Skulltrooperin, Vogelscheuchen-Version. Was ist das für eine Spitzhacke? Was ist das für ein Effekt auf der Spitzhacke? Das sieht ja voll krass aus. Das ist safe von dem Cartoon-Skin, ne? Also mit Abstand die beste Spitzhacke bis jetzt. Alien-Kopf Larry. Alter, kranke Kombination. Ich wollte gerade sagen, Alien-Kopf Larry so, für mich kein Skin, wo man sagen muss, die man weiterlassen muss. Aber diese Kombination habe ich noch nie gesehen. Auch diese Brille. Also wirklich ganz kranke Alien-Kombination. Heftig. Katze, Katze, Katze. Hatten wir den letzten Skin-Contest. Spitzhacke rettet dich aber echt krass. Du bist fett auf der Kippe. Wir müssen Zahn zulegen. Leider kein Wow-Effekt, weil wir den Skin im letzten Skin-Contest hatten. Und den Skin fühle ich jetzt auch nicht so krass. Die Kombination vor allem. So mit dieser Spitzhacke und dem Backbling. Tut mir leid, Leon Cena. Der nächste. Auch Pyjama-Skin. Aber ich muss sagen, wir haben gerade einen krasseren Pyjama-Skin da oben. Guck mal, diesen Stern-Skin. Der ist ein bisschen cooler als du. Deshalb muss ich dich rauskicken. Es ist die Turon. Tut mir leid, Bro. Der nächste. Herr Lami, Herr Lami. Schade, dass du sie Turon wieder rausgeschmissen hast. Ja, der Arme. Schade. Also, Spitzhack und Backbling, echt schön. Schöne Kombination hatten wir auch lange so nicht. Deshalb bist du weiter. Bei dem hier zum Beispiel, der Skin ist jetzt auch kein Wow-Effekt-Skin, aber die Kombination fand ich eigentlich passend und geil. Ja, was mache ich mit dir, mein Freund? Was mache ich mit dir? Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Die Farben stechen echt fett bei dir raus. Also doch, es wär unfair, wenn ich dich rauskicken würde. Komm, du bist weiter. Der nächste. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein Skin? Gab es den nicht als Paket? Also ich glaube, dich hatten wir noch nie in einem Skin-Contest. Vielleicht bin ich deshalb gerade so beeindruckt. Spitzhacke passt wirklich gut, dein Stab hier. Dein Backbling auch richtig cool ausgewählt. Du bist weiter safe. Und dich muss ich leider rauskicken, Kollege. Tut mir echt leid. So Leute, ich muss jetzt erstmal gucken, welchen Emote wir in der ersten Runde nehmen. Ich werde jetzt auch nicht so einen krassen Emote nehmen. Ich glaube, ich werde den Emote hier nehmen. Ich glaube, passt der? Ich weiß, das ist relativ langweilig, aber ich glaube, für die erste Runde könnte der passen, Leute. Aber ich werde auch diese krassen Dinger auch nicht raushauen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe ja hier noch so eine Granaten und alles. Nee, wir machen erstmal den hier. Das passt so ein bisschen zur Echse. Holt hier ein Schwert raus, warum nicht? Der nächste bitte reinkommen, direkt starten, ohne viel Zeit zu verlieren. Bitte reinkommen, ein Tanz. Ja, ist cool, passt. Sehe ich auf jeden Fall in der nächsten Runde. Der nächste bitte. Ich fühle diesen Emote nicht. Ich fühle diesen Emote bei dir nicht. Du bist so eine Ritterin, Jojo. Monkey Jojo. Da hätte ich vielleicht was Düsteres gewollt. Alien. Ja, Alien. Aus einem weit entfernten Planeten hergekommen. Passt zur Thematik. Das passt auch echt gut, Leute. Macht sogar noch einen Gute-Nacht-Kuss hier für die Zuschauer. Gute-Nacht-Zuschauer. Das passt auch wie Faust aufs Auge. Free Will mit seinem UFO. Bei dir hätte ich was anderes gewollt. Wirklich. Ich weiß nicht, guck mal, der Arme, er gibt schon auch direkt auf. Ich muss dich leider rauskicken. Fand ich jetzt nicht so besonders. Lami, free win. Mach doch lieber dann eher irgendwas, wo ihr dann easy weiter seid. Boah, das war richtig geil, Bro. Damit bist du wieder gut vorne dabei, weil ich eigentlich dich als Kippkandidat gesehen hatte. Was hast du mitgebracht? Muss man sagen, passt zu dem. Passt zu dem Skin. Ist sogar ein Halloween-Emote. Der nächste. Schrottbüchse. Unnormal krank. Das hat echt sogar zu den türkisen Farben gepasst. Wirklich gut. Reptilkopf Larry.
mit seinem Samurai-Schwert. Dieses Türkise passt echt gut zu seiner Qualle da hinten. Bam, nächste Round bitte. Ja, Mann, Leute. Das ist wirklich wichtig, weil jetzt haben wir richtig geisteskranke Emotes noch für die Tanzduelle, Leute. Mit den Tanzduellen können wir die jetzt absolut zerstören. Und du hast, ey, die sind dumm, Leute. Die haben jetzt ihre krassen Emotes schon einige teilweise benutzt. Und jetzt werde ich richtig zuschlagen, Leute. Jetzt werde ich die besten rauskicken. Ich werde nämlich in den Tanzduellen mir die besten... Guck mal, der hier ist krass. Der hier wird krass sein und Ruka ist krass. Und die werde ich jetzt rauskicken bei den Tanzduellen, Leute. Hart auf hart. Elinkov Larry. Ja, Mann. Ich weiß nicht, das sieht übertrieben cool aus, diese Kombination. Dieser Skin sieht ja echt geil aus. Heftig. Was hast du mitgebracht, Fräulein Prinzessin? Ja, macht so den typischen Wasser-Sommer-Dance von... Wie heißen die nochmal von damals? Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie diese Crew da hieß. Du bist halt so eine teuflische Katze. Bei dir passt das. Du hast, glaube ich, gerade sogar zwei Emotes gemacht. Das passt zu dir irgendwie. Ja, auch Free Win. Jetzt will ich einen Tanz haben. Ein Battle zwischen euch allen. Schlafmütze und links hier, Fräulein Vogelscheuche. Ich muss tatsächlich sagen, dich feiere ich als Skin ein bisschen mehr. Aber ich fand, das Lachen war auch geiler irgendwie. Trotzdem, neue Runde. 1-1, Zert hat noch mit seinem Skin gepunktet, deshalb neutral. Oh mein Gott, rechts wieder ganz krank. Du musst jetzt nachlegen, sonst bist du draußen. Oh mein Gott, was will der denn jetzt? Du musst jetzt was Krasses machen. Hä? Komm, 5, 4, 3. Ist okay, aber reicht leider nicht, um ihn rauszukicken. Ihr zwei, Ukulele. Ukulele ist so simpel gehalten, aber das hat ja bei dir gar nicht von der Farbe, von der Düster, von der Finsternis gar nicht. Das hat nichts, da hat nichts gepasst bei dir. Schade. Ihr zwei, Reptil und, oh, Seifenblasen. Ganz cool. Was hast du mitgebracht? Auch hier mit diesen lilanen Schwertern. Der hat vorhin halt auch sein Schwert geholt. Noch eine Runde. Let's go. Beides cool. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wenn sie das verkackt, dann bist du safe draußen. Andersrum, wenn du das verkackt hättest, dann wärst du safe draußen. Aber sie hat das geschafft und der hat hier das mit der Kanone auch richtig gut gemacht. Also beide wirklich richtig krass gewesen. Die nächsten zwei. Weg mit dir! Was, junge ich Leute? Ich rechts einfach viel wegen mehr. Dir zwei Emotes verbraten, krass. Alter. Also links, die nächsten zwei. Ich fühle rechts einfach viel, viel mehr. Rechts ist richtig krass. Also links passt von den Farben leider nicht. Hättest du da ein bisschen so rote Akzente drin gehabt, würde ich dich weiterlassen. Aber der punktet auch mit seinem Skin gerade. Hier, ihr zwei. Das ist sogar mein Favorite gerade rechts. Boah, ich habe mich von diesem Emote satt gefressen. Das macht jeder. Und er macht einfach diesen Alien-Tanz. Alle in die nächste Runde, in die nächste Zone bitte. Er macht auf Glück diesen Emote, Leute, und kommt weiter. Ich glaube, ich spinne. Muss hier zwei mächtige Emotes verbraten. Das tut richtig weh, Leute. Das hat... Naja, ist egal. Oh mein Gott, guck mal hier. Krass, krass, krass. Die drehen hier voll durch, Leute. Was habt ihr mitgebracht? Ein Emote bitte. Kitty Cat. Du sollst ein Emote machen. Aber das ist halt auch krass. Ich fühle den Skin einfach jetzt noch ein bisschen mehr. Er punktet noch mit seinem Skin. Und Voodoo-Puppe, was hast du mitgebracht? Ich fühle das bei dir gar nicht. Sorry, damit hast du dich easy rausgekickt. Jetzt gehen wir rüber und machen ein Emoji in der nächsten Zone, bitte. Alle in die nächste Zone. Ein Emoji. Kommt durch diese Tür raus und macht ein Emoji. Ja, Emoji. Easy as you. Machen wir. Ein Emoji. Ich bin noch drin. Hast du eine Ahnung, wer ich bin? Also, ich sag dir ehrlich, ich glaube, du bist einer von diesen beiden. Alienkopf Larry und hier unser Cyborg. Okay. Lami, komm raus. Was hast du mitgebracht? Ja, Free Win passt von den Farben so gut. Next round, please. Next. Ey, das ist so ein krasser Free Win. Next. Auch von den Farben echt krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendeiner rausgekickt wird. ZZZ passend zu seinem Schlafskin. Was ist das für ein Skin-Contest gerade? Was ist das für ein Niveau? Ich habe sogar gerade vorhin seine Spitzhacke mit dem Fisch erwähnt und er macht ein Fisch-Emoji. Und das ist wieder... Bro, du bist mit Abstand der Heftigste von allen gerade. Du bist mein Favorite, Digga. Ja. Was hast du mitgebracht? Oh, Schrottbüchse macht hier seine Cyborg-Hand. Richtig geil. Kussmund. Das passt von den Farben, Bro, aber du warst... Ich habe mir nicht vorgestellt, dass hier irgendeiner rausgekickt wird. Leute, dieser Alien ist der größte Müllhaufen. Der soll nicht gewinnen. Das passt von den Farben, Bro, aber du warst...
Was hat der denn gemacht, dass Essen so ausrastet? Dass irgendeiner rausgekickt wird. Müll. So, jetzt will ich nochmal ein Battle haben, damit wir auch nochmal schön aussortieren. Nein, noch mal aber mit Emojis. Oh mein ein Gott. Battle mit Nein. Emojis, Leute. Ich hab nicht so viele Emojis, das ist das Ding, Leute. Macht euch schnell ready und danach gehen wir rüber zu den Stories. Ich hab nicht so viele Emojis ausgewählt. Dann gehen wir rüber zu den Stories, meine Friends. Müll, Leute, das ist scheiße jetzt gerade. Die sind echt gut alle. Also Fischi, du hast es wirklich schwer. Du hast bis jetzt auch alles gut gemacht, aber er hat einfach perfekt 10 von 10 Emotes bis jetzt gemacht. Emoji, kaltes Herz. Alien. Tut mir leid, kaltes Herz, Kimberly. Tut mir echt leid. Das ist halt auch mein Favorite gerade. Bro, links ist jetzt nicht so krass. Mach doch eher sowas wie Roboter-mäßig. Du bist jetzt ganz kritisch, Kippe, ja? Du warst eigentlich auch einer der Favorites. Du bist jetzt Kippe dadurch. Noch ein Emoji will ich sehen. Krass. Komplett auf Wasser bezogen. 5, 4, 3, 2. Sorry, Bro. Sorry, aber der hat dich hops genommen. Okay, Reptil gegen Schlafmütze. Was habt ihr beide mitgebracht? Okay. Was hast du mitgebracht? Hier komplett so auf düster Müster passt auch von den Farben. Noch eins. Er macht hier das teuflische Horn, passt zu seinem Skin, düster. Rainbow ist auch ganz krass, passt beides richtig gut. Oh mein Gott! Was hast du mitgebracht, Lami? Das ist auch richtig gut, passt von den Farben. Okay, wir haben nur noch 6 Kandidaten, das ist sogar gut für die Story. 6 Kandidaten, alle bitte eine Story machen. Ansonsten, wenn ihr ready seid, bist du schon ready, oder was? Mr. Reptilkopf Larry mit deinem teuflischen, mit deiner teuflischen Qualle. Okay. Basketballspieler. Er guckt nach vorne. Versucht, glaube ich, den Ball. Er hat den Ball geholt. Okay, es ist so ein richtig schneller Reptil, Leute. Der hat den Ball geworfen. Ich dachte erstmal, okay, was für Basketballstory. Aber wenn man einfach von der Basketballstory weggeht und sagt, okay, komm, er hat den Ball da hingeschmissen. Kann ja auch irgendwas anderes gewesen sein. Ist schnell da hingegangen, hat den geholt. Richtig cool. Hatten wir auch so noch nie gesehen. Ja! Das ist der Pluspunkt. Was hast du mitgebracht? Sag ich noch, Leute. Okay, ich glaube. Okay, was ist das bitte für ein Skin-Contest? Er hat gerade die normale Angel mit seinem Bunsenbrenner zur Superangel gemacht. Und hier, Freunde, Jules ist auch sogar bekannt dafür, dass sie so architektmäßig unterwegs ist und einfach Sachen krass bearbeitet. Also das war auch wirklich krank. Dieses Niveau, was wir heute in dem Skin-Contest haben, ist wirklich nicht von dieser Welt. Was hast du mitgebracht? Die ersten 2 Stories waren schon echt krass. Die Sonne. Okay, ich glaube, jetzt macht er quasi Schlafenszeit und Mond ist rausgekommen, Freunde. Das passt auch so gut übertrieben zum Skin. Ey, die Storys sind gerade zu krank. Wirklich, ich glaube sogar, das ist mit Abstand der heftigste Skin-Contest, den ich jemals bewertet habe. Leute, falls ich den Skin-Contest gewinnen sollte, dann wäre echt krass. Also das wäre echt krass. Alien-Kopf Larry? Das ist zu krank. Also wirklich, ihr seid zu heftig. Hier auch nochmal 2 Aliens. Ne, ein Alien hat den gesprayt. Er kommt mit seinen Freunden mit dem UFO hier angekommen, sagt, ey, wir sind friedlich. Nicht auf uns schießen. Er ist aber traurig wahrscheinlich, weil die hier auf ihn schießen. Und dann haut er wieder ab, denkt sich, komm, die Erde ist kein schöner Planet. Da sind zu viele böse Menschen. Auch richtig cool. Wen hatten wir noch nicht? Hatten wir irgendeinen noch nicht? Ey, wo kommst du auf einmal her? Bitte rausgehen, sonst verlieren wir zu viel Zeit. Ich habe keinen Moon mehr. Bitte rausgehen. Also, hatten wir alle? Ich glaube, wir hatten alle, oder? Philipp, du kannst auch rausgehen. Nee, du hattest noch nichts gemacht. Zeig mal, was du mitgebracht hast. Bis jetzt, die Stories waren ganz krank. Ich weiß nicht, ob du mithalten kannst. Ja. Du laggst bei mir, Bro. Ich sehe nicht, was du machst. Wir haben keine Zeit, wir müssen runter. Ich weiß nicht, tut mir leid, aber ich habe daraus nichts gecheckt. Aber die anderen waren eh krasser. Bis jetzt. Okay, Leute, kommt alle bitte runter. Ich muss wirklich Props an euch alle sagen. Echt kranke Sachen dabei. Jetzt will ich noch einen Tanz sehen. Wir werden jetzt aussortieren. Jetzt gehen wir nur rein von der Skin-Optik. Muss ich sagen, er ist mein Favorite. Dann kommt ihr 3. Aber die Storys waren von euch alle 4 richtig geil. Jetzt ein Emote bitte machen. Ein Tanz. Er macht hier Ballerina. Oha, er holt hier die Flagge raus. Was hast du mitgebracht? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was ist das für ein Tanz? Oh, das letzte hat dich gerade gerettet. Ich wollte gerade sagen, ich kick dich raus, aber das hat echt gut nochmal zu deinem Drachenmaul gepasst. Alle 4 richtig gut. Kommt mal weiter. Ein Emoji will ich jetzt noch sehen und ich habe keine Mets mehr. Kannst du mir ein bisschen Moon droppen? Und Mets, Dankeschön. Ein Emoji, ein Sticker. Ja, die Lotusblüte. Richtig krass. Er will Gehirn aufessen. Alien Kopf Larry mit seinem UFO. Auch richtig krass. Also von euch 4 muss ich sagen, das war gerade das Schlechteste. Aber wir gehen nochmal weiter. Jetzt will ich nochmal einen Tanz sehen.
Noch ein Tanz, ihr müsst auf alles vorbereitet sein. Ihr seid gerade richtig gut alle. Das Boxen ist echt das Schlechteste gerade, das Sitzen auch. Und deshalb seid ihr beide für mich leider draußen. Ihr zwei? Bro, du hättest das noch Boxen abwarten müssen. Das ist halt ein längerer Emote. Aber Boxen passt. Bist du das schade, gewesen oder Digga, was? Naja, ist egal. Bro. Ja, du Boxen fand ich jetzt nicht so müssen, krass. Das ist was, hätte, Emote, was würde denn dann passieren? Ja, der boxt so ganz schnell, Digga. Das ist halt so ein längerer Emote. Ach, scheiße. Ich dachte, das wäre dieses normale Boxen. Ja, du weißt, wir sind im Late Game gerade. Ich dachte, du machst einfach normales Boxen. Schade. Also, passend zu der Story davor würde das echt eigentlich passen mit dieser Schnelligkeit. Jetzt nochmal ein Spray, bitte. Oh mein Gott. Ihr seid beide wirklich krass, aber der macht bis jetzt alles perfekt. Du machst auch deine Sache gut. Du bist eine 9 von 10, aber sein Skin von der Kombination ist heftiger. Jetzt will ich nochmal einen Tanz sehen. Noch einen Tanz. Ganz krass. Auch so ein Alien mit so... Ich fühle rechts einfach viel, viel mehr. Ich muss sagen, für mich ist er der Sieger. Du warst wirklich richtig krass. Keine Frage, du hast alles gut gemacht. Aber er war gefühlt perfekt. Außer vielleicht mit seinem letzten Emote, darüber könnte man diskutieren. Ne? Aber ich muss sagen, geiler zweiter Platz geht an unseren Karl Miruka. Und der Sieger ist Kimmich. Du bist der Sieger. Diese Kombination mit der Spitzhacke und mit dem Backbling, die Story, die Spitzhacke, alles, alles war geil an ihm. Es war... Bully Alien hat einfach das Spiel gewonnen. Der heißt sogar so, Leute. Oh mein Gott. Krank. Bully Alien hat gewonnen. Leute, lasst wirklich für mich einer der geilsten Skin-Contests, die wir jemals hatten. Also, er war für mich wirklich mein Favorite. Der war top, der war perfekt. Leute, das Alien hat gewonnen. Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt nicht SVR, weil er schlecht bewertet hat. Das war's gewesen, Leute. Tschö mit Tschö.